Auf was denn sonst? Auf die Nuggets, die Winnetou einen Tagesritt von hier vergraben hat. Dass sie uns hier überfallen hat, ist für mich der Beweis, dass er den Ort kennt, wo der Schatz liegt. Aber der Mörder in Chichunas und Chuchis wird das Gold nie besitzen, habt ihr ihm gewusst. Dann sollten wir auf den Tod gefasst sein. Wir waren schon oft gefangen und keine Aussicht auf Rettung wollte kommen. Doch der große Manitou half uns auf wunderbare Weise. Jetzt wollen wir nicht weiterreden. Es könnte sein, dass Santa uns belauscht. Mr. Santa! Ich habe euch schon mehrmals das Leben gerettet. Und ihr verspracht mir dafür, jeden Wunsch zu erfüllen. Wie könnte ich euch das je vergessen? Ich finde es unwürdig, dass der berühmte Apachenhäuptling und ein großer Westmann für ein paar Fälle sterben soll. Lasst die beiden frei. Rollins, ihr seid mein Freund. Aber habe ich die Sonne das Hirn weich gekocht? Seid ihr jetzt total verrückt geworden? Nein. Ich denke nur, ihr solltet euer Wort einlösen. Zum Teufel. Okay, wenn wir genügend Vorsprung haben, bindet die beiden los. Verflucht mit den Hunden. Okay. Komm. Los mit euch! Hey! Zu euch feiern dürfen keine Schurken. Und Winnetou meint, dass ihr einer seid. Ich? Seit wann ist der berühmte Apachenhäuptling so ungerecht und undankbar, einen Lebensretter zu beschimpfen? Lebensretter? Hast du wohl geglaubt, Shadow und Winnetou zu täuschen? Wir wissen alles. Santa ist Bretten der Bettler und du bist sein Spion. Wir werden hier auf Santa warten. Er wird uns sicher folgen, um das Gold zu belagern. Hey! Mann, was bist du denn für einer? Was ist dir denn in der schönen Paradie zugestoßen? Ein Überfall, wenn ich mich nicht irre. Ja, ich bin von Indianern überfallen worden. Und wenn ihr ein ehrlicher Westmann seid, so bindet mich los. Ja, und wer seid ihr? Mein Name ist Braden. Ich bin Bettler. Und ich wollte Mr. Fireend aussuchen, um seine Fälle zu begutachten. Und wer seid ihr? Ich? Ich bin ein Westmann. Ein ehrlicher und berühmter dazu. Wenn ich euch meinen Namen nenne, werdet ihr ihn sicherlich kennen. Mein Name ist Sam Hawkins, wenn ich mich nicht irre. Ja, Mann, da bin ich aber froh, dass ihr mich gefunden habt. Ich muss weiter. So long, Mr. Braden. So long, Mr. Hawkins. Ich stehe tief in eurer Schuld. Uff, uff, das war Rollins. Wie konnte er sich befreien? Er wird Santa entgegenreiten und ihn warnen. Santa ist uns abermals entkommen. Reiten wir zu der Stelle, an der wir Rollins zurückgelassen haben. Hier sind Spuren von einem Mann, dessen Stiefelabdruck kenne ich ganz genau. Die Spuren gehören zu Sam Hawkins. Also wieder zurück zu Euphoria ins Versteck.
sei Dank, Freunde. Ihr seid wieder zurück. Und verwundet, wie ich sehe. Habt ihr den Petra gefunden? Gefunden und wieder verloren. Ist mein kleiner Bruder Sam Hawkins heute fort gewesen? Ja, ich war draußen. Weiß mein kleiner Bruder, was er ist? Ein Westmann, wenn ich mich nicht irre. Nein, kein Westmann, sondern ein Greenhorn. Wie Winnetou noch nie eins gesehen hat, niemals wiedersehen wird. Hau! Den ihr befreit habt, Sam, war unser Gefangener. Wäre er gefesselt geblieben, hätten wir endlich Rache an Santa nehmen können. Aber durch eure Tat konnte Santa gewarnt werden und wiederum fliehen. Danke, Sam. Oh nein! Nein, 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 nein! Winnetou hat recht! Ich bin das größte Greenhorn, das es je gegeben hat. Aber wie konnte ich wissen, dass Rollins ein Lügner war? Er gab sich als Pettler aus. Er wollte auf Feld aufsuchen. Und er erzählte mir, er wäre von Indianern überfallen und gefesselt worden. Na, aber das werde ich ihm nicht verzeihen. Morgen, ja morgen, werde ich sofort die Spur aufnehmen, sie verfolgen, sie gefangen nehmen und auslöschen, so wahr ich Sam Hawkins heiße, wenn ich mich nicht irre. Mein Bruder Sam wird das nicht tun. Der Häuptling der Apachen wird dem Mord allein folgen. Seine weißen Brüder müssen hier bleiben. Es könnte dennoch sein, dass Santa das Versteck aussucht, um es auszurauben. Da sind tapfere und kluge Männer zur Verteidigung nötig. Okay. Winnetou weiß, was sein Bruder Ojeda ihm zu ihm sagen will. Er möchte mit ihm fort, um Santa zu fangen. Ja, ich will. Das darfst du nicht. Old Firehand ist immer noch sehr schwach. Und Sam Hawkins wird langsam alt, wie du heute gesehen hast. Doch du beweise deine Freundschaft, indem du Old Firehand beschützt, falls irgendwelches Gesinde dir auftauchen sollte. Willst du diesen Wunsch deines Blutsbruders Winnetou erfüllen? Winnetou hat recht. Ich werde hierbleiben. So, lass uns scheiden. Der große Geist gebietet, dass wir uns jetzt hier trennen. Er wird uns zur rechten Zeit wieder zusammenführen. Winnetou treibt die Feindschaft fort. Die schält die Freundschaft hier. Die Blutsbrüderschaft wird uns immer wieder vereinen. Mein Bruder. Mein Bruder. Der Mädchen. Fürst der Prairie hat das Tal verlassen. Würde es dem Apachen gelingen, Santa zu fassen? Wann wird Old Shatterhand ihn wiedersehen? Für heute kehrt Frieden in dieses Tal ein.